Hallo zu unserem Vlog 101. Vergangene Woche hatten wir zum Jubiläum einen Livestream veröffentlicht. An dieser Stelle nochmal Danke an alle, die zugeschaut haben. Wir haben es leider nicht geschafft, alle Themen aufzugreifen und daher könnte es diese Woche etwas länger werden. An den Themen der Gemeindevertretung habt ihr sicher gemerkt, dass es nicht immer einfach ist, Dinge ganz kurz zu fassen. Wir hatten schon über die Anträge der Fraktionen berichtet, aber es standen noch weitere Punkte auf der Tagesordnung. Es wurde eine neue Gebührensatzung für die Einsätze der Feuerwehr und eine Erweiterung des Förderkonzeptes beschlossen. Im Rahmen des Förderkonzeptes erhalten die Einsatzkräfte verschiedene Vergünstigungen, um die Arbeit in der Feuerwehr attraktiver zu gestalten. Um die Feuerwehr ging es auch bei den Bauleitplanungen. Um das neue Feuerwehrgerätehaus in Södel bauen zu können, ist ein Bebauungsplan notwendig. Die Parlamentarier stimmten einstimmig für diesen Bebauungsplan. Den Plan zur Erweiterung des Baugebietes in der Bitz in Wohnbach und einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für eine Photovoltaikanlage an der A45. Auch die Vergaberichtlinien für die Vergabe von Baugrundstücken und der Beitritt zum Bündnis hessischer Klimakommunen wurde von den Parlamentariern beschlossen. Einige andere Punkte wurden zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen. Über Details dazu werden wir noch informieren. Aber auch sonst war wieder einiges los. In den letzten Tagen fanden die Elternabende in unseren Kitas statt. Nicole Stelzner-Lehmann und ich haben die Möglichkeit genutzt, um über aktuelle Entwicklungen und Bauprojekte im Bereich der Kitas zu informieren. Außerdem wurden die Elternbeiräte gewählt, die wir als Gemeinde an verschiedenen Punkten als Vertreter der Eltern einbeziehen. Schon seit einigen Jahren ist Schorni regelmäßig zu Gast in unseren Kitas. Hinter Schorni verbirgt sich niemand anderes als Uwe Nensel. In seinen kurzen Auftritten hat er die Kinder mit der richtigen Kleidung und den wichtigen Aufgaben eines Schornsteinfegers bekannt gemacht. Danach waren die Mädchen und Jungen ganz Ohr, als es darum ging, Fragen zur kindergerechten Energieeinsparung und zur richtigen Müllentsorgung zu beantworten. Der Gewerbering Wölversheim vertritt die Interessen der Gewerbetreibenden und vernetzt sie miteinander. Vor einigen Tagen fand die jährliche Mitgliederversammlung statt, zu der auch ich als Bürgermeister eingeladen war. Abgerundet wurde der Abend mit Musik von Ibo Knöpp und seiner Band. Der TSV Södel konnte vor einigen Tagen sein 125-jähriges Jubiläum mit einem Tag des Vereins feiern. Als erstes auf dem Programm stand ein Beachhandballturnier der Jugend. Wir haben die Gelegenheit genutzt, das neue Beachhandballfeld gemeinsam mit unserer Ausschussvorsitzenden Magda Gerlach offiziell einzuweihen. Am Nachmittag konnte man ein Großfeldhandballspiel auf dem Sportplatz anschauen. Und am Abend fand der Kommerzabend statt, den man in geselliger Runde ausklingen ließ. An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und auch zu den gelungenen Feierlichkeiten. Wir hatten bereits darüber berichtet, dass der Parkplatz am Singberg fertiggestellt und freigegeben werden konnte. Einigen Tagen konnte er auch offiziell eingeweiht werden. Zur Einweihung war neben Vertretern der Baufirmen, Planern und der Schulgemeinde auch unser Landrat Jan Weckler gekommen. Am Sonntag findet die Bundestagswahl statt. Bund Erleben hat gemeinsam mit dem Wetteraukreis eine Aufkleberaktion initiiert. Ziel ist es, Menschen dazu zu bewegen, ihre Stimme abzugeben. Ich konnte gemeinsam mit Roxane Mentes von Bund Erleben einen der Aufkleber in Wölversheim anbringen. Im Rahmen der Aktion 10.000 Bäume für 10.000 Wölversheimer hatten viele von euch Bäume bestellt. Eine solche Sammelbestellung wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Und wir arbeiten mit Hochdruck an einem Online-Shop dafür. Um welche Sorte es sich handelt, ist dabei klar. Doch um welche Sorte handelt es sich bei einem bestehenden Baum? Für alle, die das gerne wissen möchten, bieten wir eine kostenfreie Sortenbestimmung mit einem Fachmann an diesem Samstag von 9 bis 17 Uhr in der Marktscheune an. Und das war's für diese Woche. Vergesst wie immer den Daumen nach oben nicht, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um über neue Videos informiert zu werden. Und ganz wichtig, nutzt euer Wahlrecht und geht am Sonntag zur Bundestagswahl. Tschüss, macht's gut. Wenn es wirklich zählt, wenn es darauf ankommt, können wir uns auf Sie verlassen. Jeder Handgriff sitzt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit.